Ja, dann herzlich willkommen zur Mittags-Keynote Spirit of Joomla von mir, von Alexander Metzler. Schön, dass ihr den Weg von der sonnenbeschienenen Bank wieder reingefunden habt ins dunkle, kühlere. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und traditionell starten wir mal mit der Vorstellung der eigenen Person. Ich bin also in offenbar irgendeiner Art und Weise, habe ich was mit Joomla zu tun, komme aber im Kern eigentlich eher vom Design und von Gestaltungsgrundlagen, habe also Mediendesign studiert und bin deswegen im Bereich Screen Design und Frontend-Entwicklung im Schwerpunkt mäßig tätig. Wenn es um CMS geht, dann natürlich mit Joomla. Das Ganze mache ich in meiner kleinen Designschmiede eFusion in Frankfurt, bin Mitgründer und Organisator der Joomla User Group in Frankfurt und unterstütze das internationale Joomla Design Team hier und da, wo immer es mal geht. Und seit diesem Jahr bin ich auch Teil der internationalen Joomla Gruppe Joomla Beatbox. Wem das jetzt nichts sagt, kann mich heute Abend gerne ansprechen, gerne auch wenn ich schon ein, zwei Bierchen getrunken habe. Als Stefan Wendthausen mich Anfang des Jahres angesprochen hat und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, eine Keynote zu halten auf dem Joomla Day in Hamburg, hat mich das sehr gefreut. Ich fühle mich wirklich auch geehrt. Ich empfinde das als Privileg, heute hier sozusagen im Namen von Joomla zu euch sprechen zu dürfen. Und entsprechend motiviert bin ich an meinen Schreibtisch gegangen, habe mir ein paar Notizen gemacht, habe mir schon überlegt, wie könnten denn die Slides aussehen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert das gar nicht so, wie ich das gewohnt bin von Vorträgen, die ich über Design halte. Weil Design, das hat gewisse Regeln, da kann man über Kreativität sprechen, da kann man sich Sachen zurechtlegen. Und bei einer Keynote geht es aber vielmehr darum, also nach meiner Definition, ein Gefühl zu transportieren, eine Idee, eine Emotion. Und dann stand ich da und habe gedacht, wie packe ich sowas denn in einen Vortrag und in Slides? Und war so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, aber wie ich ja gesagt habe, bin ich Designer und warum sich so ein Thema nicht traditionell auch grafisch annähern, indem man sich einfach mal das Logo und das Zeichen vornimmt, unter dem wir uns ja hier auch alle versammelt haben und unter der Flagge, unter der wir alle segeln, nämlich das Joomla-Logo. Kann uns denn das Joomla-Logo irgendetwas über den Spirit von Joomla erzählen, denn der Spirit von Joomla ist das, was ich in den nächsten 30 Minuten mit euch sozusagen ergründen will. Diejenigen, die noch so ein bisschen Berührungsängste haben, denen will ich so ein bisschen auf die Sprünge helfen und die, die schon für die Community brennen, da würde ich gerne das Feuer noch ein bisschen mehr entfachen und kann uns dieses Zeichen dabei helfen. Und die Antwort ist, ja, es kann's. Wenn wir das mal ein bisschen grafisch zerpflücken, haben wir ein Bildlogo, wir haben ein Typo-Logo und wir haben eine Subline, because Open Source Matters. Und da steckt schon sehr, sehr viel Information drin. Wenn wir mal das Bildzeichen separieren, dann haben wir vier Farben und ein, ja, in irgendeiner Form viergeteiltes Logo. Okay, ganz cool, was soll uns das sagen? Wenn wir mal eins davon separieren und vielleicht um ein paar Grad drehen, dann kriegt auch schon der Nicht-Grafiker die Idee, dass das eventuell ein J sein könnte, was eben für Joomla steht. Und dann haben wir im Endeffekt vier ineinander gedrehte Js, die unsere Bildmarke ergeben. Kann es wirklich so einfach sein? Natürlich nicht. In Joomla ist ja immer alles ein bisschen tiefgründiger und oft findet man ja auch nach Jahren noch irgendeinen Knopf, den man dann drückt und denkt, Mensch, da passiert ja was ganz Tolles und hier passiert auch was ganz Tolles. Denn wenn wir mal zum Beispiel gelb separieren, bin ich durcheinander, wenn wir, ich bin gerade durcheinander gekommen. Wenn wir die Typomarke dazu ziehen und uns das Wort Joomla auf der Zunge zergehen lassen, das heißt übrigens Joomla und nicht Joomla und nicht Joomla, sondern es heißt Joomla. Danke. Danke für den spontanen Applaus. Joomla. Wer
wer von euch, oder fragen wir anders, die Älteren von euch haben doch bestimmt schon mal ein Buch gelesen, ein Einsteigerbuch über Joomla. Und auf den ersten 5 Seiten ist doch immer ein kleiner geschichtlicher Abriss, wie das so war vor 10 Jahren in Australien und mit der Firma Miro und mit Mambo und tralala. Und da ist nämlich immer auch irgendwo erklärt, was denn eigentlich Joomla bedeutet. Und man ist natürlich, manchmal überblättert man das, weil man will ja jetzt wissen, wie man den ACE-Manager einstellt oder wie man es schafft, den Titel im Beitrag endlich anzeigen zu lassen und so weiter. Und man sollte sich aber die Zeit nehmen, das mal auf sich wirken zu lassen, denn Joomla ist letzten Endes ein entliehenes Wort, eine Lautsprechung von dem Suaheli-Wort Joomla. Und das wiederum hat die wunderbare Bedeutung gemeinsam, alle zusammen. Und da steckt schon verdammt viel von der Philosophie und von der Idee Joomlas drinne. Denn, und jetzt bin ich wieder in Fahrt, wenn wir jetzt die Bildmarke unter diesem Aspekt neu analysieren und vielleicht das gelbe Teil separieren, dann könnte man das auch als ein Mensch interpretieren. Körper, Kopf, dann kommt ein zweiter hinzu, ein dritter, ein vierter und wir haben plötzlich eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig stützen, die sich gegenseitig helfen, die gemeinsam etwas tun und aus verschiedenen Farben bestehen. Und verschiedene Farben, die gemeinsam etwas schaffen, ist für mich ein ganz starkes Bildzeichen und auch gerade in aktueller Zeit wieder wichtiger als je zuvor. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, wenn ich als Grafiker dieses Logo analysiere. Dann haben wir nämlich eine Gemeinschaft. Wir haben viele Leute zusammen, die aus verschiedenen Kontinenten gemeinsam an einer Arbeit, an einer Idee arbeiten. Open Source Matters, die Idee, eine Open Source Software kostenlos einer Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Das ist toll. Und das hat zu dem Ergebnis geführt, dass wir im Prinzip gestern Abend auf den Tag genau, wenn man so will, den 10-jährigen Geburtstag von Joomla gefeiert haben. Und das finde ich ganz großartig und deswegen applaudiere ich mal der Community, die weltweit daran arbeitet. Leute, die ihre Freizeit und auch Teil ihrer Arbeitszeit opfern. Wenn jetzt der eine oder andere sich vielleicht fragt, warum zum Teufel soll ich denn Zeit opfern in eine Community? Was habe ich denn davon? Es zahlt keiner Geld dafür. Es kostet mich Zeit. Es kostet mich vielleicht Benzingeld. Es kostet mich Tickets fürs Hotel. Es kostet mich Tickets für die Veranstaltung. Was nehme ich dann mit? Okay, hier kriege ich ein bisschen Know-how, ein bisschen Entertainment. Ich kann Fachgespräche führen, bringt mich beruflich weiter. Aber gibt es da nicht noch mehr? Ich sehe es so. Ich habe das auch erst lernen müssen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, ich bin 1975 geboren und beruflich war das für mich früher so, dass es eher so ein Konkurrenzdenken gab. Firmen haben sich eher gegenseitig Konkurrenz gemacht. Wenn der Bäcker ein besonders leckeres Brot im Dorf A hatte, hat er das Rezept geheim gehalten, damit der Bäcker im Dorf B die Kunden nicht kriegt und so weiter. Also dieser Gedanke, gemeinschaftlich etwas Kostenloses herzustellen, der musste erst so lange wachsen und dass man kostenlos Wissen teilt und in eine Community hineingibt und Sachen aus einer Community rausholt. Das muss man im Prinzip lernen. Das ist ein Prozess, der ist wirklich nicht selbstverständlich. Und warum sollte man das tun? Also zum einen ist es so, es ist einfach mal ein gutes Gefühl. Punkt. Mir persönlich macht es viel Spaß. Das muss ich noch dazu sagen. Aber auch wenn ich zum Beispiel im Forum hingehe und Leuten helfe, die eine gewisse Problematik haben, hilft mir das persönlich auch, weil ich mich dann mit dessen Problem auseinandersetze und entweder weiß ich die Lösung schon, dann festigt sich mein Wissen dadurch, dass ich ihm das erkläre. Oder ich mache mir auch Gedanken drum, stehe irgendwann vielleicht selbst vor dem Problem und habe schon einen Lösungsansatz. Eine Möglichkeit. Wenn ich zum Beispiel auf einer Nuke-Session oder sowas eine Kleinigkeit präsentiere, eine kleine Erweiterung, ein kleines Plugin, irgendwas, was ich gefunden habe in einem Webprojekt, wo ich sage, das hat mir ein Problem gelöst, das möchte ich gerne den anderen erzählen, dann hat es nicht nur den Effekt, dass ich was rausgebe, sondern dadurch, dass ich einen kleinen Vortrag vorbereite, beleuchte ich das Problem oder das Ereignis, was ich habe, ja auch von ganz verschiedenen Perspektiven. Das heißt, ich gehe ja nicht nur diesen einen kleinen Weg, den ich da gegangen bin, sondern ich muss mir sozusagen bereitlegen, was ist, wenn die Leute noch was fragen. Ich muss so ein bisschen, das Ganze festigt sich viel mehr. Ich nehme also auch fachlich viel daraus
Und natürlich, ich lerne viele Leute kennen. Ich mache Kontakte. Ich erweitere mein Netzwerk. Du kannst super entwickeln. Ich bin ein guter Designer. Du kennst dich mit SEO aus. Ich kann vielleicht Plugins programmieren. Wir haben vielleicht einen Kunden, der braucht das alles. Lass uns zusammentun. Lass uns was gemeinsam machen. Es festigt mich persönlich und es festigt mich geschäftlich. Und das finde ich eine ganz tolle Idee, die mir die Community auch zurückgibt. Es ist also nicht nur ein Hineingeben, sondern es kommt eben auch wahnsinnig viel zurück. Und wenn ich in dem einen oder anderen jetzt an diesem Punkt nach 10 Minuten vielleicht schon ein bisschen geschafft habe, dass man Lust bekommt, sich in die Community einzubringen und sich vielleicht auch fragt, ja, auf welchem Weg mache ich das denn jetzt am besten? Ja, also man kann sich zum Beispiel auf Joomla.org kann man sich die Joomla User Groups in Deutschland anschauen. Allerdings nur die offiziell gelisteten. Und Gott weiß, ich weiß, also nicht, dass ich Gott bin, aber Gott da oben weiß, wie schwer es ist, eine Joomla User Group offiziell hier listen zu lassen. Die Dunkelziffer in Deutschland ist wesentlich höher als diese 15, die hier aufgezeigt sind. Und wenn vielleicht der eine oder andere von hier irgendwo kommt oder vielleicht von hier kommt, dann ist es vielleicht auch eine gute Idee, wenn ihr nachher nochmal mit den Teamleuten sprecht, wie man vielleicht eine Jug gründet. Aber wenn schon einer in eurer Nähe ist, dann geht da einfach mal hin, guckt mal, die sind da alle verlinkt, da gibt es die Termine, wo die sich treffen. Und bei uns in Frankfurt, da sieht es zum Beispiel so aus, wir essen vorher alle nett was zusammen, dann gibt es eine Handvoll Vorträge, dann gibt es ein paar freie Diskussionen, man tauscht sich aus über News und der harte Kern, der bleibt dann noch ein bisschen sitzen und trinkt noch 1-2 Bier und das ist dann einfach ein netter Abend. Und viele tragen was dazu bei. Also wir haben jetzt auch wirklich schon 3-4 Leute gehabt, die dann auch selbst Vorträge vorgetragen haben und nicht nur eben als reine Zuhörer da waren. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und wenn so eine Jugend dann gut läuft, dann kommt auch irgendwann mal der David Jardin vorbei und beehrt uns sozusagen dann. Das ist dann ja so ein kleiner Ritterschlag. Dann kriegt man dann sozusagen aus dem Inner Circle Feedback. Da freut man sich dann wirklich auch sehr darüber. Das hier ist übrigens ein Foto von 2011, Hamburg. Das war mein allererster Joomla Day. Ist 4 Jahre her. Ich habe leider nicht gerafft, dass man so machen sollte. Deswegen steh ich da so ein bisschen unbeholfen. Aber was Fakt ist, ich kannte nicht einen einzigen Menschen. Auf diesem gesamten Gruppenplakat habe ich niemand gekannt. Ich war da völlig neu. Und heute, ein paar Jahre später, kommt schon ein bisschen Farbe ins Spiel, weil das sind alles Leute, mit denen habe ich mehr oder weniger regelmäßig zu tun. Mit denen treffe ich mich, mit denen stehe ich über Social Media in Kontakt, mit manchen habe ich schon Projekte gemacht. Und es ist doch schon ganz schön gewachsen. Es gibt so eine Geschichte, die ich vielleicht noch als kleine Anekdote hier anbringen will, und zwar war ich irgendwann mal in Urlaub auf Ibiza und hatte ein Buch dabei, was ich am Strand gelesen habe, ein Joomla-Buch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es wirklich schlau, nach Ibiza ein Joomla-Buch mitzunehmen? Ich habe es gemacht. Und das war ein Buch, das hat mir als Template-Entwickler sozusagen Zeile für Zeile erklärt, also ich bin ja kein Entwickler, für mich sind das ja immer böhmische Dörfer, für die meisten von euch, aber für mich ist es ein Erlebnis, wenn mir das jemand mal erklärt, was da eigentlich passiert. Und dieses Buch, das hat Alexander Schmidt mitgeschrieben und ich habe damals gedacht, ich muss diesen Alexander Schmidt unbedingt mal kennenlernen, der muss mir das mal erklären. Ja, und das bin ich und Alexander Schmidt 2 Jahre später. Wir haben dann festgestellt, dass wir beide aus der Nähe von Frankfurt kommen und wir grinsen da so, weil wir auch schon 6 Whisky getrunken haben. Wir waren nämlich mit dem Whisky-Tram in Frankfurt quer unterwegs und hatten schon schön einen im Tee. Und eigentlich wollten wir ja diesen Dudelsackspieler da hinten fotografieren, aber weil uns das so peinlich war, den direkt zu fotografieren, haben wir noch viel peinlicheres Selfie gemacht, wo wir uns so in die Mitte gestellt haben, dass er mit hinten auf dem Bild drauf ist. Aber darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass man die Menschen in der Community kennenlernen kann und dass die zum Anfassen ist und dass man zu denen Kontakt aufbauen kann und dass sich das dann ein ganz, ganz tolles Netzwerk ergibt. Und im Grunde genommen ist der nächste Schritt von lokalen Events, wenn man möchte, kann man sich international einbringen. Was gibt es denn zum Beispiel für eine internationale Joomla-Veranstaltung? Mal kurz überlegen. Vielleicht die Jane Beyond zum Beispiel. Die Jane Beyond
Internationale Joomla-Veranstaltung war dieses Jahr in Prag gewesen, letztes Jahr sogar in Deutschland, wird nächstes Jahr in Spanien sein. Und was dann da wiederum passiert, ist auch ganz toll. Und der Robert Deutz hat das heute Morgen in seiner Eröffnung auch schon sehr schön gesagt. Plötzlich lernt man die internationalen Leute kennen. Und auch nicht nur innerhalb von Vorträgen, sondern auch und vor allen Dingen, wenn man abends an der Bar zusammensteht und zusammen feiert, was zusammen trinkt und man steht plötzlich mit jemand aus Texas an der Bar, man spricht plötzlich mit jemand aus Indien, Australien und plötzlich, wie du gesagt hast, Robert, die Welt wird klein. Und mit diesen Leuten bleibt man zumindest über Social Media in Kontakt. Und wenn ich Urlaub in Südafrika zum Beispiel mache, kann ich gucken, ob es da eine Jugend gibt, kann im Vorfeld Kontakt aufnehmen, ob die Leute Lust haben, dass man mal vorbeikommt. Und schon hat man einen Türöffner, schon hat man lokale Leute, die einem was zeigen können. Und man feiert zusammen. Gut, jetzt sind hier auf dem Bild allerdings vor allen Dingen Deutsche drauf. Aber wenn ich mich zum Beispiel mit Nils Nübel hier über Programmierung unterhalte, das ist wie wenn ich mich mit dem Spanier unterhalte. Oder mit dem Australier. Also das ist für mich, da sage ich, oh ja, Nils, ja, ist so. Aber da wird natürlich zusammen gefeiert, da wird zusammen musiziert. Da passiert einiges nebenher, was die Leute zusammenbringt. Also das ist die Magie, von der ich spreche. Da wird gesungen. Das sind halt einfach Emotionen. Es gibt zum Beispiel die Veranstaltung J-Factor, da ist dann ist so eine Art spaßiger Talentwettbewerb, wo Joomla-Leute, internationale Joomla-Leute irgendwas vortragen, was sie können. Die zaubern, die singen, die musizieren und das passiert da. Und diese Leute, die lernt man kennen. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil plötzlich die ganze Welt vereint ist. Und ein schönes Zitat, Brian Thiemann, da hinten steht er, ist es ein sehr schönes Zitat, was ich eben gefunden habe. With 200 people from 34 countries speaking many languages, it is great to see people making new friends and getting to know people that they only ever heard in a Gitlog or forum post. Das, finde ich, bringt die Sache auf den Punkt. Leute, die man bisher irgendwo nur mal virtuell gehört oder gesehen hat, lernen sich kennen, tauschen sich aus, arbeiten gemeinsam an der Joomla-Idee, an dem Joomla-Spirit weiter. Und man arbeitet gemeinsam an der großartigen Idee und man hört ganz viele Sprachen. Und das ist eben schwer in Worte zu fassen. Ich hoffe, diese Bilder sprechen auch so ein bisschen für sich selbst, weil das ist dieser Spirit, den muss man einfach spüren und fühlen, wenn man so eine Veranstaltung mal vor Ort erlebt hat. Und man nimmt einfach davon wahnsinnig viel mit. Und ich kann das im Prinzip jedem nur mal empfehlen, auf so eine internationale Veranstaltung teilzunehmen und im Prinzip den Joomla-Spirit zu transportieren. Und im Ergebnis dieser internationalen Zusammenarbeit und Kooperation ein paar Zahlen für die Statistiker unter uns, was diese Gemeinschaft schon alles in 10 Jahren auf die Beine gestellt hat. Und in diesem Sinne kann ich eben nur empfehlen und mit auf den Weg geben, diese Begeisterung zu teilen. Ganz im Sinne von 10 Jahre Joomla, 10 Jahre Geburtstag und 10 Jahre Spread the Joomla Love. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.